Wenn man zum Beispiel mit der Mikrosonde Elemente messen will, dann misst man deren charakteristische Röntgenstrahlung. Macht man auch bei einer RFA oder bei anderen Geräten, also das ist nicht nur für die Mikrosonde interessant. Jetzt kann die eine Linie, die ich messe, vielleicht eine sehr ähnliche Energie oder Wellenlänge haben wie eine andere Energie und dann interferieren die. Und diese Interferenzen möchte ich jetzt hier mit diesem Programm einmal finden. Dazu habe ich hier als erstes mal etwas importiert, also Pandas importiert und dann eine Tabelle importiert. Und hier oben habe ich auch mal ein bisschen Jupyter Notebooks richtig genutzt und ich mache hier mal ein bisschen Kommentare rein, sodass ich das Ganze auch noch in einem Jahr verstehe. So, also ich habe jetzt hier eine Datei eingelesen, die heißt Transition Energies. In dieser Datei gibt es jetzt in der ersten Spalte hier die Elemente. Und dann gibt es hier in der zweiten Spalte die Energie dieser Elemente, beziehungsweise eine Übergangsenergie, deshalb heißt sie auch Transition Energies, die Tabelle. Hier gibt es eine Übergangsenergie zum Beispiel für Magnesium. Und zwar ist das hier die K-Beta-Linie und die Übergangsenergie liegt bei 1,3 Kiloelektronenvolt. Die hat eine Intensität von 5%, das heißt 5% der Strahlung kommen von diesem Übergang hier. Und zwar hat es auch gleichzeitig diese Wellenlänge. Also Energie und Wellenlänge kann man natürlich ineinander umrechnen. Also das Element, eine Übergangsenergie, die dazugehörige Wellenlänge und wie diese Linie heißt, ist die K-Beta-Linie. Und dann gibt es hier diese ganzen Kristalle LDE 1, 2, 4, LEF, PT, ST, TAP. Die haben wir nicht alle in unserer Mikrosonde, aber das sind so Kristalle, die es gibt. Und hier sind dann die Positionen aufgetragen in Millimeter, wo jetzt diese Magnesiumlinie beispielsweise gebeugt wird, sodass man sie detektieren kann. Also zum Beispiel wird das Magnesium hier bei 44, also wenn der LDE-Kristall bei 44 mm steht, dann kann man die detektieren. Oder bei der LEF, wenn sie bei 662 steht. Jetzt ist aber so, der Range ist jetzt nicht von 0 bis unendlich Millimeter, sondern von ungefähr 70 mm, also geht nicht bei 0 los, sondern bei 70 mm bis ca. 52. Das heißt, diesen LDE-Kristall könnten wir gar nicht benutzen für Magnesium, weil wir da gar nicht hinkommen zu 44 mm. Und den LEF-Kristall, der wäre bei 662 mm, könnten wir auch nicht benutzen, weil es nur bis 52 mm geht. Also hier müssen wir ein paar Sachen selektieren. Was wir aber auch machen müssen, ist erstmal ein bestimmtes Element uns raussuchen. Denn das Ganze hier wollen wir jetzt mal nicht mit was Interaktivem machen, das wäre etwas zu komplex, sondern das machen wir jetzt alles mal von Hand. So, als erstes Mal habe ich hier, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, zum Beispiel auch so ein paar Kommentare dazwischen oder Beschreibungen, die kopiere ich hier einfach mal rein, damit das Ganze nicht so lang dauert. Und als erstes, das steht jetzt hier auch, das kann man sich dann später durchlesen, als erstes will ich mir jetzt mal ein Element aussuchen. Das heißt, ich schreibe mal hin, El soll mal sein Magnesium. Und dann möchte ich, dass nur, dass aus dieser Tabelle hier nur die Magnesium-Übergänge, Übergangsenergien dargestellt werden. Das mache ich dann hier mit einem Filter, nehme ich mal Linefill. Und das heißt, ich will jetzt hier aus der Spalte El sollen alle Datensätze ausgesucht werden, die Magnesium sind. So, das ist jetzt der Filter. Da muss ich den Filter anwenden auf DF, Linefill. Und jetzt habe ich hier nur noch die Magnesium-Datensätze. Ja, jetzt sieht man hier alle Magnesium-Datensätze. Das hier oben ist einfach irgendwie sortiert nach, ich weiß gerade gar nicht, nach irgendwas. Das sortiert ist, spielt auch keine Rolle. Deshalb sieht man, es sind die Magnesium immer irgendwo. Aber hier sind es alle Magnesium-Datensätze. Und sieht man hier auch die Intensitäten. Also es gibt Linien, die haben praktisch keine Intensität. Irgendwelche Satellitenlinien von SK-Beta. Und dann gibt es welche, die haben 100. Das sind meistens so K-Alpha-Linien. Bei den leichteren Elementen, bei den schweren, sind es dann oftmals die L-Linien. Und dann will ich natürlich eine Linie haben, die eine hohe Intensität hat. Also zum Beispiel hier, diese hier, die hat eine Intensität von 100. Es gibt auch 150, also es sind jetzt nicht Prozent notwendigerweise. Sind so relative Einheiten. Das heißt, die 100 ist gut und 50 ist natürlich super. 50 ist auch gut, 20 ist auch gut, irgendwas in der Richtung. Das sind oftmals die K-Linien, K-Alpha-Linien oder auch so L-Linien bei schweren Elementen, bei leichteren sind es die K-Linien. Dann brauche ich einen Kristall, oder beziehungsweise dann möchte ich natürlich auch, da muss der Kristall auch in dem Range liegen, der überhaupt anfahrbar ist. Also hier LDE 1, 46 mm, da kommen wir gar nicht hin, weil das fängt erst bei 70 an. LDF, 687 mm, da kommen wir gar nicht hin. Das heißt, wir brauchen so etwas wie TAP, der funktioniert. Den können wir dann nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Routine bauen, einen kleinen Code bauen, der uns sagt,
wo hier welche Kristalle überhaupt verwendet werden können. Was ich dann auch noch ganz gerne habe, was ich jetzt schon mal mache und nicht mehr nachher, ist, dass ich hier eigentlich gar nicht die ganzen Informationen haben will, die mich nicht interessieren, sondern das ein bisschen reduzieren will. Deshalb mache ich hier mal noch ein kleines Location Command rein, wo ich zwar auch alle Magnesium-Datensätze sehen will, aber nur eine bestimmte Menge an Spalten, nämlich die Line ist wichtig, dann ist noch wichtig die Intensität und dann vielleicht noch interessant die Energy in KIV. Das Ganze muss eine Liste sein, sonst funktioniert es nicht. So, denn in Zukunft will ich nicht immer die ganzen Millimeter sehen, die habe ich im Zweifel hier oben, sondern ich will eigentlich nur noch das sehen. Ich will mir sehen, welche Linie nehme ich und wie intensiv ist die. Das ist alles, was mich eigentlich interessiert. Deshalb habe ich das Ganze schon mal so reduziert. Aber nichtsdestotrotz, jetzt brauche ich erstmal einen kleinen Code, der mir, ich mache das, kommentiere das nochmal kurz aus, der mir auswählt, welche Kristalle überhaupt in Frage kommen. Das heißt, welche zwischen 70, welche eine Position zwischen 70 und 52 haben, sodass wir jetzt hier bei Magnesium K-Alpha auch das Ganze, der Kristall auch überhaupt in die Position gefahren werden kann. So, dazu gibt es hier eine kleine Beschreibung, die habe ich hier schon mal vorbereitet und kopiere ich hier ganz flugs rein. Und die lese ich jetzt nicht vor, das ist das, was ich jetzt hier machen werde. Das heißt, ich suche mir jetzt hier eine Linie aus, das ist 279, von der ich dann selektieren werde, dass das auswählen werde, welcher Kristall geht. Also, schreibe ich mal rein, Line ist gleich so. Und das soll jetzt hier die 279 sein, das ist der Index. Und jetzt verwende ich wieder Location. Und zwar die Location soll sein, nur der eine Datensatz, also 279, beziehungsweise ich schreibe hier gleich Line rein. Und dann ein Kristall, zum Beispiel THP. Und dann will ich nachgucken, das reicht noch nicht natürlich, dass der muss größer sein als 70. Das Ganze muss dann in Klammern und Location. Er muss auch das gleiche nochmal, also von Line und THP, er muss kleiner sein als 250, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das Ganze muss natürlich auch in Klammern. So, jetzt kommt hier True. Wenn hier True steht, dann will ich diesen Wert haben, das ist das, was ich gerade schon gemacht hatte. Also dann will ich haben, von Line möchte ich haben THP, aber nur wenn es True ist. Sonst nicht. Das heißt, ich kann hier eine kleine If-Anweisung machen, die mir es zeigt. Das mache ich jetzt auch gleich. Aber jetzt will ich natürlich nicht nur das für THP haben, sondern ich will ja testen, für wirklich welche Kristalle diese Bedingung erfüllt ist. Das heißt, ich mache hier einen For-Loop, um das, genau diesen Test für alle Kristalle durchzuführen. Also dieser For-Loop geht dann wie folgt. For i in. Jetzt brauche ich hier eine Liste. Ich schreibe die mal hier oben hin, dann ist es vielleicht übersichtlich. Crystal List. Und da schreibe ich jetzt mal nur die Kristalle, also ich sortiere die Kristalle gleich mal ein bisschen in der Richtung, wie wir sie häufig benutzen. Das ist Liv, beziehungsweise wie sie überhaupt vorhanden sind. Da fehlt was. Das sehe ich am Farbcoding. Dann kommt PET, den haben wir. Wir haben auch den LDE1. Ich könnte jetzt eigentlich auch aufhören, dann würde ich auch nur dafür überhaupt Werte bekommen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich mache jetzt mal spaßhalber alle LDE4 und dann auch noch diesen STE. Keine Ahnung, was das für einer ist. So, und jetzt mache ich hier diesen For-Loop für i in dieser Liste. Also Crystal List soll. So, und dann soll das hier getestet werden. Und zwar if. Und wenn das Ganze jetzt true ist, und ich muss da gar kein true hinschreiben, weil das ist eine automatische Überprüfung, die gemacht wird. Wenn da nur if steht, dann wird geprüft, ob das wahr ist oder falsch. So, wenn das true ist, dann soll das Ganze hier angezeigt werden, beziehungsweise in eine Liste geschrieben werden. Und die Liste nicht mal Position Crystal ist gleich. So, eine leere Liste. Und dann soll, wenn es wahr ist, dann soll das dieser Liste angehängt werden. Also mache ich hier hin, post, crist,
Append und dann wird das Ganze hier dieser Liste angehangen. Und dann gucke ich mir das mal an, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also komme ich, schreibe ich jetzt hier Postgres. So, und dann kriege ich hier diese Liste. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn ich gehe zwar für i durch diese Liste durch. Ich habe vergessen, hier steht immer noch Tab drin. Das heißt, diese Prüfung wird immer für Tab gemacht. Das ist unsinnig, sondern es soll für jedes Element gemacht werden. Das Element ist repräsentiert mit diesem i. Das heißt, ich schreibe hier rein i. Das sind so typische Fehler, die ich gerne mache. Deshalb fallen sie mir auch sehr schnell auf. Merkt man auch am Ergebnis, was hier rauskommt. So, jetzt kommt hier nur noch ein Wert raus, nämlich nur noch der für TAP. Jetzt möchte ich aber gleichzeitig auch noch wissen, welcher Kristall das ist. Ich will nicht nur die Millimeter, sondern ich will auch wissen, welcher Kristall. Das heißt, bei Append hier hinten mache ich jetzt nicht nur das, sondern ich mache das als Liste und schreibe ja auch noch i hin. Und dann steht hier, welcher Kristall es ist und da die Millimeter. Mache ich das? Kristall und Millimeter. So. Und damit habe ich jetzt erstmal ausgewählt für das Element und die Linie, die ich haben möchte. Also ich habe jetzt hier Magnesium, K-Alpha. Und das kann ich messen auf TAP bei diesen Millimetern hier. Und damit komme ich zum nächsten Schritt, der auch dann der letzte Schritt ist. Und da habe ich wieder eine kleine Beschreibung, die kopiere ich hier auch wieder rein. Dann ist das gleich in dem Notebook, das dann zur Verfügung steht, vorhanden. Und jetzt will ich alle Millimeter finden, und zwar nur noch für Tab. Ich brauche jetzt nur noch Tab, es gibt jetzt keinen anderen Kristall mehr. Wir jetzt alle Millimeter finden, die hier in der Nähe liegen. Und in der Nähe heißt plus minus dazu. Also ich mache es jetzt hier erstmal so ein klein bisschen einfacher. Also ich muss mir einen Kristall auswählen und der soll sein TAP. Das ist der Kristall, den ich auswähle. Und jetzt brauche ich einen Filter, der mir aus der TAP-Spalte, also im Grunde genommen aus dieser Spalte hier hinten, aus dieser Spalte, es müssen ja alle Elemente sein, nicht Magnesium, sondern für alle Elemente aus dieser Spalte hier, alle Werte raussucht, die in der Nähe liegen von diesen 107 Millimetern. Das mache ich dann wie folgt. Also, wähle jetzt erstmal die Crystal-Spalte aus. Ich zeige das mal. Das sind jetzt alle Werte, die hier in der TAP-Spalte stehen. Also alle diese Werte. Aber jetzt sollen nur diese Werte angezeigt werden, die etwas größer oder kleiner sind als dieser Wert. So, dieser Wert hier, wie bekomme ich denn den jetzt am einfachsten? Und da mache ich jetzt noch einen kleinen Trick. Und zwar mache ich jetzt hier keine Liste, sondern ich mache das als Dictionary. Also ich schreibe mal hin Dictionary. Ich erkläre mal kurz, für was ich einen Trick mache. Weil hier unten gebe ich ein Crystal. Und jetzt könnte es ja sein, dass hier vielleicht nicht nur TAP rausgekommen ist, sondern TAP diese Position und vielleicht noch PET eine andere Position. Und hier wähle ich jetzt aus, für welchen Kristall ich testen will, ob es eine Interferenz gibt. Und deshalb möchte ich diesen Wert hier auswählen nach dem Kristallnamen. Und das geht im Moment nicht. Wenn ich aber ein Dictionary mache, geht das. Ich zeige das vielleicht mal kurz hier in der weiteren Zelle. Also im Moment sah das gerade so aus. Und ich kann jetzt nicht irgendwas machen, damit ich hier einfach nur, wenn ich jetzt diesen Wert hier haben will, dass ich sagen will, gib mir den Wert für TAP, falls hier noch mehr stehen würde. Ja, ich mache einfach mal ein Beispiel, kopiere das mal kurz hier rein. Es könnte jetzt noch sein, dass hier noch sowas rauskommt. PT 120 von mir aus. Jetzt kann ich nicht hingehen irgendwie und sagen, ich möchte den Wert für TAP oder den Wert für PET haben. Jedenfalls nicht so. Es geht aber, wenn ich daraus, kopiere es mal runter, ein Dictionary mache. Schreibe ich mal hin Dict und dann wird es ein Dictionary und dann sieht das Ganze hier aus wie hier. Ja, jetzt habe ich hier TAP als Key und das hier als Wert und PET als Key und das hier als Wert. Und dann kann ich hingehen, ich nenne das mal kurz D,
kann sagen, aus D hätte ich gerne THP. Und dann kriege ich diesen Wert. Dann bekomme ich den THP-Wert und wenn ich hier hinschreibe PT, bekomme ich den PET-Wert. Das ist der Grund, weshalb ich hieraus jetzt noch ein Dict mache. Und mir das dann als Dict, als Dictionary ausgeben lasse. Moment, so, jetzt. Als Dictionary ausgeben lassen. Dann kann ich hier unten diesen Wert direkt rausholen. So, wo waren wir gerade hier unten? Hier habe ich jetzt diese Spalte ausgelesen. Das war die THP-Spalte, diese. Und nun möchte ich nur Werte haben, die hier in der Nähe sind. Also, zum Beispiel, das ist jetzt 107,5. Und ich mache es jetzt mal ganz einfach. Es sollen nur Werte ausgegeben werden, zwischen die plus minus 1 größer sind als das. Also ich brauche diesen Wert. Den bekomme ich hin. Also soll kleiner sein als PostChrist. Und dann Crystal, dann wird THP hier reingeschrieben, zwar kleiner als das plus 101. Das heißt, an der Stelle steht jetzt, ich kann es ja mal einmal kurz hier machen, damit klar ist, was hier an der Stelle steht. PostChrystal. Okay, und das Problem ist, dass ich muss das natürlich umwidmen, dass jetzt in der Variablen PostCrystal dieser Dictionary steht. Ja, davor war PostCrystal immer noch die Liste, aber jetzt sage ich, das ist ein Dictionary. Das muss ich jetzt einmal ausführen. So, ja, also das ist jetzt dieser Dictionary und dann soll das ja auch funktionieren. Das heißt, das ist jetzt der Wert 108. Das ist genau eins mehr als das hier. Und das ist diese Bedienung hier. Ja, ich will nur noch, das ist jetzt ein Filter, ich will jetzt noch das hier rausfinden. Und dann nenne ich das Ganze hier auch mal auch als Filter und ich nenne es jetzt einfach nur mal Cursor an der falschen Stelle. Fill ist gleich. Und dann noch alle. Genau umgekehrt, größer als das. Das heißt, dieser Wert hier, ich kann ihn hier auch mal reinschreiben, beziehungsweise den hier. Also das war 108,51 und das hier ist jetzt 106,51. Also ich möchte, dass gefiltert wird danach, welche Werte größer als 106 sind und kleiner als 108. Ja, es geht um die Position. Das hier ist die Position. Und ich möchte aus dieser Spalte alle Positionen haben, die größer als 106 sind und kleiner als 108. Das ist das, was ich hier mache. Und dann kriege ich hier diesen Filter raus. Und dann wende ich diesen Filter an auf df, Filter. Und jetzt bekomme ich alle Werte raus, die hinten in THP haben, der zwischen 106 und 100, also 106,51 und 108,51 liegt. Also plus minus 1 mm neben der Linie für Magnesium auf dem THP-Kristall. Und 1 mm ist ziemlich viel. Normalerweise nimmt man vielleicht so etwas wie 100 Mikrometer oder 10 Mikrometer. Das heißt, hier unten hinten schreibe ich einfach mal ein Delta hin. Und dann kann man ein bisschen leichter suchen. Und dann gebe ich hier noch den Delta-Wert als Eingabe, zum Beispiel 0,1, führe das aus. Und das ist jetzt noch die Magnesiumlinie selbst. Das heißt, hier bekomme ich keine Interferenzen innerhalb von 100 Mikrometer. Also wenn der Kristall sich um 100 Mikrometer nach links und rechts bewegt, kriege ich mit keinem anderen Element eine Interferenz hier. Das ist natürlich großartig. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, kann hier ein anderes Element reinschreiben, Aluminium. Dann mache ich das hier wieder raus. Dann kann ich hier besser aussuchen, was ich will. Also vielleicht die K-Alpha-Linie liegt, oder hier ist noch, ja, das sind die beiden K-Alpha 1 und 2 zusammen, weil die so nah beieinander liegen, dass man die kaum trennen kann. Also nehme ich hier vielleicht mal 281, gebe hier ein 281. Ich sehe hier auch, das geht nur für ein Kristall, diese Aluminiumlinie. Das hier war nur diese Sache ein bisschen dickt, die mache ich mal wieder weg. Brauche ich auch nicht.
Und dann führe ich das Ganze aus. Ich mache wieder hier 100 Mikrometer. Das ist der TAP-Kristall, also nehme ich hier auch TAP. Und dann kriege ich hier schon ein paar mehr Interferenzen. Ja, also, beziehungsweise nee, kriege ich nicht, weil das alles K-Alpha 1 und 2, das ist auch in Ordnung. So kann ich das dann für jedes Element machen, kann auch hingehen und kann irgendein zum Beispiel seltenes Erdelement nehmen. CR hat mir jede Menge Linien, dann nimmt man vielleicht eine L-Alpha-1-Linie, das wäre 672, gebe ein 672 und hier kriege ich jetzt ein LEF und ein PET. Also das kann man auf zwei Kristallen messen. Das heißt, guckt zuerst mal, ob es bei LEF Interferenzen gibt. Gibt es keine. Guck ich mal, ob es bei PET Interferenzen gibt. Gibt es auch keine, könnte ich jetzt beide nehmen. Ich habe es nicht getestet mit Interferenzen. Es gibt, ich glaube, ich nehme mal Titan und hier mal 165. Und dann haben wir alle möglichen Kristalle, die wir hier nehmen können. Alle möglichen Kristalle, die wir nicht haben. Was ganz erstaunlich ist, weil wir natürlich Titan auf einem Kristall messen können von uns. LE1, LE2, LE4, STE. Eigentlich sollten wir hier auch ein PET bekommen. Darauf kann man nämlich das auch ganz gut messen. Es kann auch sein, dass wir bis 260 gehen. Ich weiß es gar nicht. Okay, das ist extrem erstaunlich. Da habe ich jetzt Titan. K-Alpha will ich. Habe ich gerade L genommen, 165. Das war eine L-Linie, das geht nicht. Hier, ich will die K-Linie haben. 31, das ist das Problem. Also die 52, glaube ich. Ich glaube, es gibt knapp 62. Jetzt habe ich LEF und PET. Und dann schaue ich hier mal nach, PET. Und hier habe ich schon eine Überlagerung mit Iod. Ist jetzt nicht so ganz dramatisch. Bei LEF kriege ich Überlagerung mit, das ginge dann auch. Also auf die Art und Weise lassen sich jetzt hier sehr schön rausfinden, ob man Interferenzen hat oder auch nicht. Und dann könnte man von hier also weitergehend, das wäre jetzt das für das Semesterprojekt beispielsweise, beziehungsweise das Ganze was für das Semesterprojekt. Und dann könnte man noch weitergehen und Dinge machen, wie das Ganze vielleicht in ein Interact reinzubekommen, sodass man Dropdown-Menüs hat. Das ist nicht ganz so simpel, weil hier abhängig Variablen sind, die voneinander abhängig sind. Dass man hier wirklich ein kleines Jupyter-Programm hat, das man dann an der Mikrosonde auf dem Computer laufen lassen kann und sich hier sehr schnell die ganzen Interferenzen raussuchen kann.